Recht herzlich willkommen zur 98. Folge von City Skylines. Ja, was machen wir? Achso, wir waren letztes Mal hier mit der Bildung zugange. Da haben wir die Grundschule gehabt. Dann gucken wir mal, das war hier die Oberschule. War Oberschule, naja. Angucken, wo die sitzt. Ah, hier hinten ist Oberschule nicht so gefragt, oder was? Da müssen wir auch mal eine machen, ne? Zack. Dann freuen die sich da alle, ne? Die da auch noch. Wow. Gut. Da ist alles prima. Hier oben fehlt es dann auch noch wieder eine Oberschule. Die kommt dann hier auf der anderen Seite. Zack. Alle sind glücklich da. Hier kommt es nicht hin, aber wir müssen auch nicht überall welche haben, ne? Universität gibt es wohl nur eine und die haben wir schon. Gut. Busse. Achso, wir haben ja auch sowas hier mit Busspuren und sowas, ne? Hm. Busbahnhof geht nicht, oder was? Achso, wir können das wahrscheinlich aus finanziellen Gründen auch nicht bezahlen. Wir müssen aber gerade gucken, was war. Ne? Hier, geldmäßig aufpassen. Gut, okay. Müssen wir schauen. Das alles im Auge behalten. Parks aus, ja. Oh, guck mal, sowas Cooles können wir mal irgendwo hinstellen, oder? Nein, wir lassen uns, bei Kindern sind auch sehr beliebte Grauselparks. Bodenrichtwerte werden da erhöht. Guck mal hier. Ach, schade. Passt nicht hin. Ich hätte jetzt gesagt, das ist eine schöne Stelle da. Aber da ist gut. Komm. Alle glücklich. Das hier, Botanischer Garten. Den setzen wir mal hier neben, ne? Oh. Der war da fehl am Platz. Aber wir bauen das ja auch noch zu, wahrscheinlich. Was ist das? Eine Hüpfburg. Machen wir mal hier eine Hüpfburg hin. Geht die hier hin? Ne, nicht wirklich, ne? Obwohl hier oben, das geht ja gar nicht, ne? Sind die schon glücklicher da mit einer Hüpfburg? Hier hat auch keine Bespaßung eingebaut. Da, zack. Alle glücklich. Das war schon. Was haben wir hier? Japanischer Garten, okay. Ah ja. Ach, hier sind noch so Reiter drauf. Fußball haben wir schon. Können wir uns nicht leisten. Ach, das Geld. Wir müssen es sein lassen, ne? Wir haben wieder zu wenig Geld. Aufpassen, dass wir gleich nicht pleite gehen. Was ist das denn? Einkaufszentrum, Ermäßigung, okay. Hier hätten wir eine Steuerbehörde. Opernhaus. Okay. 71.000, 5.000. Okay, das müsste alles klappen noch. Mit dem Geld. Ja. Was machen unsere Mülldeponien? Da ist schon wieder eine voll. Die müssen wir auch leeren. Haben wir denn noch welche, die wir leeren müssen? Die wird noch geleert. Wie viel Prozent sind die? 20. Hier oben war noch irgendwo eine, ne? Oder? Ja. 43. Und da drüben 2 oder 3? 3. 32. 29. 22, okay. Ja. Ist noch eine. 34. Da ist noch eine. 28. Ah, der Friedhof ist Räumung beendet. Können wir den wieder benutzen. Hier unten ist noch einer. 6%, okay. Das wird gleich leer sein.
Mülldeponie können wir jetzt verschieben. Wunderbar. Passt. Aufmachen läuft. So, wieder zurück. Wo waren die? Warte, da oben, die haben wir weggenommen und dann muss die hier irgendwo gewesen sein. Wo sie genau war, weiß ich nicht mehr. Hier haben wir jetzt zwei. War die das da, die dritte? Ich glaube schon, ne? Sieht alles gut aus. Sieht alles gut aus. Ist das hier? Theater. So, letzte Woche 51 Touristen, letzte Woche 52. Naja, das ist nicht viel, ne? Eine Vorstellung oder so, wenn überhaupt. Ja. Was ist denn mit der Person mal? Max Miller? Na, jetzt habe ich ihn verloren, den Max Miller. Da ist er. Hochgebildeter Erwachsener, Wohnort, Butler Resident, Arbeitsort, Heimberger Markt. Hochgebildeter Heimberger Markt, auch schön, oder? Und der wartet auf dem Bus jetzt. So, jetzt sind wir mit Max Miller unterwegs, oder wie sieht das aus? Geld passt aber wieder, 15.000. Da kommt der Bus. Max Miller ist eingestiegen, hat sich hingesetzt, glaube ich, hat einen Sitzplatz gekriegt. Guckt die anderen fahren woanders hin. Der Bus drängt sich gut dazwischen. Eine Bushaltestelle ist Max Miller weitergefahren. Okay. Da ist die nächste Bushaltestelle und überall stehen Busse ohne Ende. Ah, Max Miller ist ausgestiegen. Wartet auf den nächsten Bus, kann er sein. Jetzt mal warten. Da kommt der Bus. Ja, ich glaube, das war nicht der richtige Bus. Oder ist Max Miller in Dingens gegangen, sag schon. Nee, der steht da. Ah, da kommt ein neuer Bus. Der ist es aber wohl auch nicht. Auch nicht. Oder der könnte sein, aber der ist voll. Das kann auch sein, ne? Aber jetzt kommen gerade ganz viele. Wird nicht weniger, ne? Steht immer noch da. Geht nach Hause eigentlich. Also der fährt nach Hause. Okay, da war jetzt weniger. Jetzt müssten eigentlich die nächsten zwei Busse, also der nächste schon. Aber spätestens der übernächste müsste eigentlich dann für ihn dabei sein. Kommt kein Bus mehr. Es ist Nacht. Max Miller, was machst du? Kein Bus kommt. Da ist er. Und Max Miller fährt damit. So, dann geht's jetzt nach Hause, oder was? Könnte schon wieder arbeiten gehen, wird hell, der stand so lange an der Bushaltestelle. Steigt hier nicht aus, da steigen welche ein. Okay. Guck
Können wir da weiter reinzoomen? Nee, ne? Nee. So, jetzt steigt Max Müller aus. Hier, wo ist sein Zuhause? Weil er läuft jetzt zu Fuß. Max Müller. Das war nicht sein Zuhause. Das auch nicht. Vielleicht das. Ne, auch nicht. Das ist eine Feuerwache, glaube ich, gewesen, oder? Über den Zebrastreifen drüber weg und auch nicht zu Hause. War jetzt ganz schön weit bis zur Bushaltestelle, wa? Hätte auch hier aussteigen können, der Held. Das versteht keiner, okay? Ah, U-Bahn-Fahrtunnel. Interessant. Der hat einen weiten Weg. Können wir im Untergrund? Ne. Also können bestimmt, aber ich weiß jetzt gar nicht wie. Er ist aber glücklich. Das ist ja schon mal cool, oder? Ist er jetzt in eine U-Bahn eingestiegen? Ich glaube ja, ne? Oder? Hm, doch nicht. Tja. Ah, jetzt ist er, glaube ich, in der U-Bahn eingestiegen, ne? Fahr doch mit Max Müller mit. Oh, schade. Naja, jetzt ist Max Müller irgendwo unterwegs und wir wissen nicht wo. Keine Ahnung, warum der nicht da dran geblieben ist. Egal. Gut. Ist er so rum richtig? Ja. Oder? Nee. Oh, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Nein, so ist die Orientierung richtig. Passt schon. Gucken wir hier nochmal rein. Oh, da ist schon wieder was voll. Aber dafür ist da auch das erste Mal was leer. Den können wir auf jeden Fall hier hinsetzen. Passt. Und aktivieren. Obwohl wir den vielleicht gar nicht hätten verschieben müssen, ne? Aber jetzt auch egal. Wird schon werden. Ah, guck dir das an, was passiert denn hier, bitteschön. Vielleicht kommt ein Zug und fährt die alle platt. Aber das ist ja komisch hier, ne? Da passt doch was mit dem Müllwagen nicht. Guck mal hier, diese Müllkippen haben kein Problem. Und hier so ein arges Problem. Und hier können sie eigentlich wieder fahren. Das ist wieder hier so eine doofe Kreuzung, die keiner braucht, ne? Oh, ein Auto hat sich verirrt hier. Ein SUV, Polizeiwache, okay. Naja. Gucken wir gerade mal über so ein paar Mülldeponien weg. Die ist noch nicht. Die auch noch nicht. Die auch noch nicht. Die auch noch nicht. Die auch noch nicht. Die beiden auch noch nicht. Upp, stopp, da müssen wir was machen. Voll der Friedhof. Hier oben war noch eine, die ist auch noch nicht. Gut. Diese sind alle auch noch nicht so weit. Gut. Haben wir es erst. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Max Müller ist bestimmt schon zu Hause angekommen. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.